Befolgte hier hingehen. Was ist das? Das ist doch nicht wichtig. Techtelmechtel gehabt. Das ist. Toilettenpausen? Wieso Toilettenpausen? Küsst worden, genommene Duschen, gekochte Mahlzeiten. Ja, gut. Wo kann ich denn, wenn ich fragen darf? Weiß nicht genau, wo das hier möglich ist. Aber nee, anscheinend. Ach, ja! Sofort die Hygiene. Einlösen. Ach, guck mal an. Was? Müssen nie essen. Das würde ich mir nie holen. Niemals erschöpft. Für immer frisch. Die drei Sachen würde ich mir nie holen. Das ist so unrealistisch. Braucht niemanden. Das ist eigentlich auch unrealistisch. Wer würde aber sehr gut zu Joachim passen. Merkt man. Das, ja. Fruchtbar. Oh Gott. Guter Küsser. Sorglos. Zu verjüngern. Sportskanone. Beim Trainieren erfüllen Sportskanonen. Nee, das würde ich mir nicht holen. Spaß ist zwar gut, aber wenn das nicht die Hygiene. Stets willkommen. Oh. Vor allem Spaß. Ja, gut, das ist so ein bisschen, ne? Brennen und pumpen. Komm, warte. Wir bespannen ihn jetzt so ein bisschen. Oh, guck mal hier, diese Muskeln. Oh, guck mal an. Für die Girls. Oh ja, guck mal, wie sich da alles anspannt. Oh, dieser Typ von Mann. Ey, du Lusche, du sollst dich beweisen und zeigen und keine Muschi sein. So, was haben wir hier? Sehr energiegeladen, okay. Alter Junge, lass diesen Mann in Ruhe, verpiss dich! Der weiß, wie man trainiert? Ich meine, der ist muskulöser wie du. Nee, das ist jetzt. Nee, ich will, dass du gehst, ganz ehrlich. So, ganz ehrlich, der soll morgen mal ausschlafen, also nicht ausschlafen in dem Sinne, sondern er soll morgen mal voller Energie sein und deswegen geht der jetzt hier hoch, verwendet das Klo. Schnell duschen und dann. Ja. Glücklich. Eine neue gute Freundschaft. Das ist ein Idiot. Oh, Alter. Ey, Leute. Ich könnte. Moment. Ich könnte schwören, der hat Muckis dazu bekommen. So habe ich den nicht erstellt. Er hat richtig Muckis dazu bekommen. Ich meine, klar, ich hätte ihn von vornherein so zum Bodybuilder machen können, aber das wollte ich nicht. Das ist halt zu übertrieben. Wer repariert die eigentlich? Ich meine, wir befinden uns an einem Fitnesscenter. Naja, ist auch egal.
Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Welche Dusche benutzt er? Benutzt er jetzt die oder die? Nein, haut ab, ich will duschen. Ihr seid solche Schwachköpfe. Erstmal fett auf den Schniepel geguckt. Peinlich berührt. Was du niemals hättest sehen sollen. Warum hat er so einen kleinen Pimmel? Jetzt geh duschen, Junge. Mir egal. Könntest du bitte gehen? Was für eine Art von Unmensch bist du bitte? Ich geh mal raus, vielleicht fühlt er sich dann. Wie sie da beide nur rumstehen und die Dusche blockieren, weil die hier kaputt ist. Was für Unmenschen! Plaudern. Ich will nicht plaudern, ich will duschen. Weißt du was, dann duscht er halt eben zu Hause. Oh, um Gottes Willen. Also ganz ehrlich, das finde ich. Das sind echte. Der hat Muckis dazu bekommen. Da kannst du mir sagen, was du willst. Der hat. Doch, doch, der hat Muckis dazu bekommen. Und er prahlt auch so ein bisschen damit, ne? Guck mal hier, meine Muskeln, meine fetten Muskeln. Damit beherrsche ich die Welt. Jedes Girl wird sich mir. Erst verpissen und dann wiederkommen. Nee. Er ist kokett. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, wenn der kokett ist und er auch noch so, solche, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich, komm, komm, ich will das mal sehen. Ich will das mal sehen. Outfit zeigen. Ich meine, Outfit ist ja relativ. Der, boah, der hat Muskeln. Ja, guck dir meine Muckis an. Ja, finde ich geil. Ja, finde ich richtig geil. Ich würde direkt mit dir ins Bett steigen. Also, das sind seine Gedanken. Stimmt, er malt gerne, ne? Nein, das stimmt nicht. Du spielst keine Spiele. Das ist. Revolve? Alter, guck mal, wie kokett. Devi! Alter! Lockere Unterhaltung, Gay-Unterhaltung müsste da stehen. Nibnab, na, hast du Bock? Nibnab, schnipp, schnapp, Pimmelab? Ich mag keine Fliegen. Wenn ich stinke, kommen die Fliegen und dann. Nee, das mag ich nicht. Ich mag keine Boobs. Hat man so. Jetzt talk doch mal hier genau das da. Und dann machen wir dies da, dann machen wir das da, dann machen wir dies hier. Dann machen wir das da, dann machen wir einheizen. Komm, wir brauchen mal ein bisschen, ne? Alter, was ist das denn? Liebe Sims, also jetzt mal ganz ehrlich, liebe Sims-Entwickler, warum will dieser Sim, der bei der Erstellung keinerlei Merkmale der Sexualität oder so oder ich weiß nicht, warum will der immer mit jedem Typen Gangbang haben? Oder nicht Gangbang, aber warum? Ich meine, er ist ja attraktiv für eine Frau. Und auch wirklich sehr gut gebaut und der ist fit, der macht Sport, der zeigt auch seine Muskeln, aber ganz ehrlich, müsste das nicht eigentlich andere anmachen? Stattdessen will er mit so einem Erwachsenen, mit einem jungen Erwachsenen, der eine Tochter hat, Techtelmechtel haben. Was? Alter! Die Hand sieht von hier aus, Alter. Das sieht aus wie, als wäre dazwischen jetzt
ein Geschlechtsteil und dann noch dabei die Augen zu, weil er es genießt, ihm zu befriedigen. Mit einem sehr angenehmen Gespräch, muss man, ne? Nur so. Ey, ganz ehrlich, wenn der schwul wird, dann. Ich sag dir. Warble Tarbahe Farbina. Tiba Bamel. Orbitak. Trip. Etzna. Nerd. Jim Wibsy. Wayne Fabana. Thompson. Chita Buna. Ich finde schon fast, dass er zu viele Muskeln hat. Er darf. Ich weiß, warum ich ihm die nämlich nicht verpasst habe, diese höhere Stufe. Weil das dann so Bodybuilding-mäßig wirkt und er soll diese. Bodybuilding ist nicht mehr süß und attraktiv. Das ist so, Alter, was willst du? Hast du mich angeguckt? Er soll der attraktive Charmeur bleiben. Ja, smart. Ja, komm, dann gehst du halt jetzt nach Hause. Ich meine, du hast Hunger und musst ins Bett und musst auch noch duschen. Und musst in 7 Stunden schon wieder im Unterricht sein. Was ist doch wieder? Ach, das ist doch alles nicht normal. Lalalala. Moment. Dieses Gebäude hier kommt mir sehr bekannt vor. Das ist die Bibliothek, ne? Das ist die Bibliothek, stimmt. Leseland. Jo, das ist sie. Ja, ich erinnere mich. Das ist die. Hier stehen die Computer und so. Ja, genau. Ja, Hauptsache mit Oberkörper frei, nackt. Es ist... Oh! Maddie! Die Tochter von Tom! Und er starrt ihr natürlich direkt auf die Brüste. Während er Oberkörper frei... Mit solchen Muskeln nackt, also nein, nicht nackt, aber oberkörperfrei an ihr vorbeiläuft und direkt, es ist. Ach. Also dieser. Ich dachte, der wäre gut erzogen. Stattdessen ist er außerhalb der Anwesenheit seines Vaters Es ist auf jeden Fall ganz schlimm mit ihm. Das geht doch nicht. Nein, das soll nicht er tun. Du sollst hier duschen gehen. Schnell duschen. Und danach isst du dir was. So, und du sollst dir jetzt erst was essen. Er geht ja schließlich erst duschen. Und du solltest deine Schreibfähigkeit... Was macht er denn? Scheiße, jetzt weiß ich es nicht mehr. So, hier wieder für die Frau, ne? Hier, oh, guck mal an. Ich muss die Pixel ausstellen. Ich finde die nicht nur hässlich, sondern... Ja. Ist er auch so ein Sixpack-Boy? Poi. Poi ist auch schön. Poi. Poison. Ich glaube, ich habe ihn... Ja, ich habe ihn jetzt nicht so ein Schluffi gemacht, aber... So richtige Bauchmuskeln? Ich will gleich mal gucken. Wo ist er denn? Hier. Ich will nur mal gucken. Weil er hat es ja eigentlich von seinem Vater, dass er so sich körperlich fit hält und... Oh. Na, also eine Frau, so eine ältere Frau. Ich meine, für ihn kommt das nicht in Frage, ne? Hier, auch wenn er sehr attraktiv ist und na, die Größe, ich weiß nicht. Also eigentlich könnte er sehr leicht das Herz einer neuen Frau gewinnen, aber ganz ehrlich, nein. Das passt nicht zu ihm. Ich will jetzt hier aber nicht alle so halb nackt durch die Bude laufen lassen.
Nur weil es für manche Zuschauer vielleicht attraktiv ist. Ich will ja. Das sind ja Let's Plays. Das sind keine Pornos, das sind Let's Plays. Also. Muss man ja mal ganz einfach gesagt haben. Komm, zieh dich wieder an, hübscher Boy. So, wollen wir denn. Ja, erstmal durch ihn durchgehen, ne? Er ist so vorbildlich, dass er seinen Toast mit der Gabel isst. Alles klar. Das ist interessant. Was war das gerade? Hast du wieder Videospiele gespielt? Das sind meine Grillkäse-Sandwiches, die hab ich gemacht. Oh mein Gott, muss ich pissen. Hä, du solltest doch auch gehen oder nicht? Ich weiß nicht. Hat er jetzt eigentlich Hygiene voll durch das schnell duschen? Jo, hat er. Er geht danach dann nämlich noch ins Bett. Der kann wieder nur 6 Stunden schlafen, der Dame. Oh, der arme Mensch, der macht so viel, ne? Für sich, für seine Figur und macht dies und macht das im Haushalt und oh, dann ist ihm nicht mal ein wenig Schlaf vergönnt, also. Und dann verdient er am Wochenende, wo er eigentlich hätte ausschlafen dürfen, verdient er Geld und steht früh auf. Was ist das hier? Jemanden umarmen. Nein, du gehst jetzt aufs Klo. Junge. Danach gehst du nochmal duschen. Damit du das morgen früh nicht machen musst. Kannst du länger schlafen. Und dann tust du noch was für dein Sozial. Mehr Auswahl, Kontakte knüpfen, krieg ich Schreiben an. Gute Nacht, Alexander. Der Rücken ist immer aufgedeckt bei den Sims. Ich würde frieren. Ich meine, eigentlich bin ich ein Mensch, der sehr, sehr wenig friert. Und dem eher zu warm ist. Aber ganz ehrlich, selbst da wäre mir das zu warm. Zu kalt. Also eingemummelt muss ich schon sein. Das ist schon... Was ist das, wenn ich fragen darf? So, was macht er jetzt? Der geht jetzt noch... Ja, das sagt mir jetzt viel. Briefschreiben macht er. Ach, der muss ja auch gar nicht schlafen. Der kann gleich 1-2 Stunden nochmal schlafen, aber der hat eigentlich... Der hat einen ganz sehr... Der hat einen, also, der hat ganz, ganz ehrlich, der hat einen sehr, sehr komischen Biorhythmus. Boah. Hör auf, dich zu beschweren. Hat er jetzt einen Brief geschrieben? Was? Ah, nee, er hat jetzt... Okay. Aber warum... Ich meine, der hat gerade einen Brief verfasst, innerhalb von 2 Sekunden oder in Sims-Zeit 2 Minuten. Aber ist trotzdem unrealistisch, also... Ja, wie gesagt, liebe Sims-Entwickler von EA. Es... Ja... Ja. Komm, wir bespannen ihn so ein bisschen. Nein, das tun wir nicht. Was ist das denn hier? Das sieht sehr komisch aus mit den... Mit dem, ich sag mal, Körperbau. Oh, meine Augen tränen. Oh. So langsam kriege ich Hunger. Hör auf zu stöhnen, du hast noch keine Freundin. Noch nicht.
Noch nicht, wie gesagt, noch nicht.